So, ich möchte hier mal ein kleines Video machen und zwar zu den verschiedenen Styling 3 Fällen, die es gab für den BMW E32. Es wissen viele nicht, dass es da zwei verschiedene Versionen gab, die miteinander in Bezug auf diese Narbenabdeckung nicht kompatibel sind. Links haben wir die seltene alte Version, die gab es nur von September 87 bis September 88 und die erkennt man daran, dass die hier so einen Aludeckel hat, der auch stilistisch wie man sieht, schön plan mit der Felge aufliegt. Und die späte Version ab 88, der hat dann hier so einen hässlichen Kunststoffdeckel. Die gibt es im Prinzip auch relativ günstig, diese Deckel, für um die 25 Euro. Wohingegen die frühe Version ungefähr das Doppelte kostet, aber blöderweise eben nicht auf diese neuere Felge passt, die rein optisch von außen komplett gleich aussieht, aber eben eine andere Teilenummer hat. Und auch hier von dem Deckel her eine andere Fassung hat. Und für die braucht man im Prinzip auch einen Schlüssel, um die zu öffnen. Wohingegen man die alte im Prinzip einfach nur drehen muss und dann kann man die rausnehmen. Diesen Deckel ist aus Aluminium. Häufig sind die komplett korrodiert und kaputt. Und wie man sieht, haben die hier so eine spezielle Fassung, wo eben dieser Deckel dann reinkommt. Und ja, wie gesagt, das kann man auf die neue Felge nicht drauf machen. Und das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man sich dann so Deckel kauft. Und die aber letzten Endes nicht auf die Felgen passen, weil die eben da aus welchem Grund auch immer eine andere Fassung haben. Und diese Felge, also die frühe Version, jetzt fokussier mal du Scheiß, hat die Teilenummer, also am Schluss 331 und ich glaube die hier drüben 324. Und die frühe ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr lieferbar. Das heißt, wenn man noch so einen alten Schatz hat im guten Zustand, das ist wirklich nicht schlecht, weil ich finde gerade dieser anders designte Deckel hier, der macht es wirklich aus bei diesen Felgen. Jetzt fehlt halt leider auch noch das Emblem. Und hier bei der späten haben sie sich irgendwie nicht so Mühe gegeben, weil das sieht irgendwie schon ein bisschen scheiße aus, dass das hier so komisch raussteht. Also nur mal zur Info, da gibt es eben zwei verschiedene Versionen. Und wenn man noch eine frühe hat, sollte man sich die Deckel sichern. Ich weiß nicht, wie lange es die noch gibt. Ich meine, mittlerweile sind die auch schweineteuer. 200 Euro für so einen Satz komische Deckel. Aber ich hatte jetzt hier Glück und hatte noch einen guten Satz gefunden, wo auch die Dinger nicht korrodiert sind. Und ja, ist eine feine Sache, ne? Ja, und noch als kleine Ergänzung, dass man das auch sieht, hier die alte Version und hier dann die neue. Also die neue sieht im Prinzip aus wie die ganzen anderen Styling, was gibt es da, 4, 5. Die haben alle hier im Prinzip das gleiche Muster. Und das hier ist eben ja so ein bisschen Exot. So.